Meine hessische Großmutter bezeichnete die Woche nach Weihnachten stets als zwischen den Jahren, als eine Zeit, die aus dem Alltäglichen herausgehoben war. Und deshalb durfte es in dieser Woche auch keine große Wäsche und kein Großreinemachen geben. Man sollte einfach mal innehalten, sich Zeit lassen, zur Besinnung kommen. Der preußische Gelehrte Wilhelm von Humboldt hat es genauso gesehen, nur anders formuliert. Der Mensch steht wie auf einer schmalen Grenze zwischen der Vergangenheit und Zukunft still. Er sammelt sich, nimmt in seinen Gedanken den zuletzt verflossenen Zeitabschnitt zusammen und umspannt den nächstfolgenden mit neuen Vorsätzen, Entwürfen, Hoffnungen und Besorgnissen. So der Einzelne und so auch unser Verein. Nur dass gute Bilanzen und gute Aussichten abermals durch Corona gefährdet sind. Der Kulturring in Berlin hat in seiner Geschichte viele Herausforderungen meistern müssen. Die heutige ist die bislang größte. Sie ebenfalls zu meistern, bedarf es der Kühnheit neuer Ideen und neuen Handelns. Nur Mut, hätte meine hessische Großmutter dazu gesagt. Die Sache wird schon schiefgehen. In dem Sinne, an alle Mitglieder, Freunde, Unterstützer des Kulturrings, nutzen wir die Zeit zwischen den Jahren, bevor wir gemeinsam auf das Neue anstoßen. Gesundheit. Dr. Gerhard Schewe, Ehrenvorsitzender.